Heyo Leute, Crimex hier, und in diesem Video geht es um zwei Gegenstände, die auf mysteriöse Art und Weise aus GTA 5 Online verschwunden sind und niemand weiß genau wieso und warum diese einfach verschwunden sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache dazu einfach mal ein Video, in dem ich euch die beiden Gegenstände vorstelle, denn diese sind jetzt somit, da man diese nicht mehr kaufen kann, einfach übertrieben wertvoll geworden und jeder, der diese Gegenstände besitzt, hat jetzt einfach nochmal Glück, weil man diese einfach gar nicht mehr kaufen kann. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Gegenstand. Der erste Gegenstand, der einfach aus dem Spiel rausgenommen wurde, das wäre die Space Monkey Maske. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was das für eine Maske ist, das war dieser Affe mit der Zigarre im Mund. Und da kann ich wirklich übelst nicht verstehen, warum Rockstar Games diese Maske entfernt. Diese Maske war, glaube ich, die beliebteste Maske überhaupt in dem kompletten Spiel. Diese konnte man ab Level 100 erhalten. Und ich denke mal, jeder, der Level 100 geworden ist, hat sich sofort diese Maske geholt, weil sie einfach extrem geil ist. Und jeder wollte diese Maske einfach nur haben. Und deswegen kann ich übel nicht verstehen, warum diese Maske entfernt wurde. Was auch ziemlich mies ist für Spieler, die vielleicht jetzt erst gerade Level 100 geworden sind und diese jetzt nicht mehr kaufen können und einfach schon ewig lang einfach auf Level 100 gespielt haben, eben wegen dieser Maske, weil man diese mit Level 100 bekommen konnte, und jetzt wurde sie einfach entfernt und Rockstar Games hat dazu einfach gar nichts gesagt, warum diese Maske nicht mehr da ist. Ich gehe im Hintergrund alle Masken durch oder besser gesagt alle Maskenkategorien, die es gibt, und dort ist einfach nirgendwo mehr diese Affenmaske zu finden. Das ist echt richtig komisch, aber diese Maske wurde nicht komplett aus dem Spiel entfernt, sondern nur aus dem Maskenshop, denn jetzt werde ich euch noch kurz bei meinen Accessoires und bei den Masken anzeigen, dass ich diese Maske noch habe. Heißt, wer sich diese Maske geholt hat, hat auf jeden Fall Glück. Für die anderen, für die ist es jetzt eben Pech, diese können die Maske leider nicht mehr kaufen. Und ich kann einfach übel nicht verstehen, warum Rockstar Games einfach die beliebteste Maske in dem kompletten Spiel einfach aus dem Spiel entnimmt. Ja, bestimmt haben die Illuminaten wieder was damit zu tun. Aber ich würde sagen, ich werde euch jetzt einfach mal den zweiten Gegenstand zeigen, der auf mysteriöse Art und Weise verschwunden ist. Und zwar werde ich euch diesen auf der Next Gen zeigen, denn dieser wurde nur auf der Old Gen entfernt. Und zwar handelt es sich dabei um dieses Sea Shark Jetski. Ja, Leute, ich weiß, dieser Gegenstand ist jetzt nicht so bekannt, aber ich habe keine Ahnung, warum dieses Sea Shark Jetski einfach nur auf der Old Gen entfernt wurde, aber noch auf der Next Gen da ist. Und da habe ich wieder mal zwei Theorien am Start. Und zwar wäre die eine Theorie, dass Rockstar Games eben vielleicht so unnötige Sachen wie zum Beispiel das Jetski entfernt, die sich eh keiner kauft, damit sie vielleicht noch mehr Platz haben für neue DLCs oder so auf der Old Gen. Und meine zweite Theorie wäre ein bisschen uncool, und zwar, dass Rockstar Games nach und nach Sachen entfernt auf der Old Gen, damit die Next Gen besser wirkt, damit sich mehr Leute einfach die GTA 5 Next Gen Version kaufen und somit Rockstar Games nochmal mehr Geld macht. Ja, Leute, das sind auf jeden Fall meine zwei Theorien dazu, und ich habe einfach keine Ahnung, warum so Sachen wie die Pogo-Maske, also wirklich die beliebteste Maske im Spiel, oder eben ein Jetski, so unnötige Sachen wie das Jetski, warum diese einfach aus dem Spiel rausgenommen werden, Leute, ohne Witz. Also das sind auf jeden Fall meine Theorien dazu. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Theorie in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall richtig interessieren, weil dazu hat Rockstar Games einfach gar nichts Offizielles bekannt gegeben. Keiner weiß einfach, wieso das so ist. Deswegen eure Theorie in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall wie immer richtig interessieren. Dann hoffe ich natürlich wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann drückt jetzt immer auf den Like-Button ein für einen größeren Bizeps, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, euer Crimex.